Guten Tag, ich bin Tim Renner. Vielleicht sollte ich mich einfach mal nackig machen. Geboren wurde ich in unserem Bezirk. Damals waren Hebammen übrigens noch keine Mangelware. Und das trotz Babyboom. Mein Vater, ein Filmregisseur, brannte kurz nach meiner Geburt mit einer Cutterin durch. Meine Mutter heiratete später nochmal, nur um mich und meinen Bruder abzusichern, wie sie heute sagt. Einen verbesserten Unterhaltsvorschuss, wie von Manu Schwesig eingeführt, gab es damals noch nicht. Später stieg ich als junger Journalist bei einer Plattenfirma ein, wollte sie als Undercover-Reporter entlarven, begeisterte mich aber für die Arbeit mit den Künstlern und wurde irgendwann Chef vom ganzen Universal-Konzern. Mit Klaus Wowereit holte ich den Laden an die Spree. Ohne Mitbestimmung hätte das nie geklappt. Zusammen mit dem Betriebsrat kümmerten wir uns darum, dass die vielen Hamburger Mitarbeiter auch Wohnungen und Jobs für die Lebenspartner fanden. Wir gründeten einen Betriebskindergarten mit flexiblen Öffnungszeiten. Das braucht es heute viel mehr. Arbeit und Familie dürfen sich nicht widersprechen. Familie darf kein Luxus sein. Die Digitalisierung traf die Musikwirtschaft mit voller Wucht. Die Antwort der Konzerne war, im großen Rahmen Mitarbeiter zu reduzieren. Das machte ich nicht mit und ging. Ich habe mich damals mit meiner Frau selbstständig gemacht, unsere Musikfirma Motor und eine Radiostation gegründet. Gestaunt habe ich als Start-up, dass die Rentenversicherung gar nichts von mir wissen wollte und Krankenversicherung auch nicht Pflicht war. Das müssen wir ändern, mit einer Bürgerversicherung für alle. Unter Zuhilfenahme von 2 Flaschen Rotwein holte sich dann Klaus Wowereit bei einem Abendessen meine Zustimmung, bei ihm im Senat als Staatssekretär für kulturelle Angelegenheiten einzuspringen. Als die Zeit nach Regierungswechsel vorbei war, tagte der Familienrat. In derselben Woche wurde Trump gewählt. Selbst meine jüngste Tochter meinte: Papi, jetzt kannst du mit Politik nicht aufhören. Es wird ernst. Deshalb bewerbe ich mich um ihre Stimme und ihr Vertrauen. Um auch im Deutschen Bundestag Veränderung zu gestalten und für meine Heimat Europa zu sorgen, die viel mehr sein muss als eine Wirtschaftsunion. So, und jetzt würde ich mich ganz gerne wieder anziehen.